Hallo Leute und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von The Forest. Ja, es ist soweit. Ich freue mich wie Sau. Forest, wie oft habe ich schon darüber geredet? Ich bin großer, großer Fan. Und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass im Mai der zweite Teil kommt. Leider ist das Release wohl verschoben worden. Was mich aber nicht davon abhält, auch wieder in den ersten Teil reinzuschauen, um nochmal die Erinnerungen hochzurufen, die das Spiel immer wieder bei mir ausgelöst haben. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich laber gar nicht lange rum. Und wir beginnen ein neues Spiel. Ein Spiel normal, okay. Ja, ich würde einfach mal normal bleiben. Das Einzige, was ich mal eingestellt habe, ist Schäden von Gebäuden an für die Kenner unter euch. Das würde ich gerne mal testen, die Spielmechanik. Und ich drücke mich erstmal weg, Leute. Bis gleich. Leute, da sind wir. Ich habe direkt schon wieder Gänsehaut. Eigentlich überhaupt gar nicht cool, was gerade passiert ist. Aber es ist einfach The Forest. Und ja, mein Sohn wurde jetzt entführt. Von einem Herrn, der entweder voller Blut war oder rot angemalt. Das werden wir wohl noch herausfinden. Ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass es kein aktuelles Spiel ist, was ich spiele. Und es ist mir aber auch völlig egal, weil ich liebe The Forest. Und warum, wartet mal. Ich glaube, ich habe irgendwas. Ah, okay. Wartet mal. Scheiße. Ich habe vor uns irgendwas ausgestellt, weil ich dachte, das sind die Gebäudeanzeigen. Okay, dann lasse ich das nochmal. Nee, mach das mal wieder an. Sorry, Leute. So jetzt, oder? Ja, alles klar. Ich habe mich schon gewundert. Schön erstmal was fräsen. Ich wollte nämlich die Gebäudeanzeigen ausschalten, weil das immer so ein bisschen den Bildschirm irgendwann verdeckt, wenn man mehrere Besen hat. Besen. So, Leute. Geht los, ey. Geil. Da bin ich. Und es ist mein erster Test, ob auch mit dem Rechner alles gut läuft, Leute. Denn, wie gesagt, The Forest schmeiße ich wirklich jedes Jahr mindestens einmal an. So sehr liebe ich dieses Spiel. Und ja, warum soll ich euch nicht mehr mit dazu nehmen? Huch. Mach keinen Scheiß. Bums. Erstmal schön ein paar Koffer hier. Man muss ja auch. Klar, wir sind jetzt abgestürzt, aber man muss natürlich auch die Gegebenheiten wahrnehmen. Und das bedeutet für mich, endlich mal fremde Koffer öffnen. Richtig geil. Und am witzigsten sind genau diese Cover, die Alkohol dabei haben. Frage ich mich, wie das möglich ist. Was ist das für eine Airline?
wo man Alkohol im Koffer mitführen darf. Gibt es bei Flüssigkeiten nie irgendeine Regelung? Ich bin so lange nicht mehr geflogen. So, was ist mit dir, Cover? Du bist ja so ein bisschen am Glitschen hier. Weg mit dir, Tennisball. Okay, Leute. Wir haben erstmal ein bisschen was eingesammelt. Und ich überlege natürlich die ganze Zeit schon. Okay, das war das, ja. Ich überlege schon die ganze Zeit, wo ich denn meine Base baue, Leute. Bams. Kann auch irgendwie nie aufhören. So, ich muss anscheinend mal eine Runde baden gehen, denn ich bin blutüberströmt. Zack. Schön sauber. Ja, geil. Geht los. Oh, Blaubeeren. Geil. Gib mir das. Ja, herrlich. Ich nehme natürlich in das Let's Play alles mit rein, Leute. In den Hütten. Müssen natürlich so ein bisschen achten. Jetzt nicht vielleicht unbedingt sofort schon die Ureinwohner hier triggern. Den Endboss, den es hier gibt in dem ganzen Spiel, würde ich auf jeden Fall mitmachen. Ich würde eigentlich alles machen, was das Spiel anbietet. Tatsächlich. Und natürlich gehört das dann auch dazu. Denn wir haben zwar unseren Sohn verloren, aber wir werden die nächsten Tage erstmal uns damit abfinden müssen. Denn klar, wir müssen auch erstmal überleben. Und bevor wir jetzt hier in irgendwelche Höhlen reinrennen und unseren Sohn da rausholen, müssen wir natürlich auch erstmal rausfinden, was mit dem passiert ist. Und ich renne hier, als wäre ich wirklich schon zu Hause, ne? Ich überlege gerade, gab hier unten, gab es hier so einen geilen See, ja. Den würde ich eigentlich ganz cool finden, um da zu bauen. Allerdings muss uns bewusst sein, dass da eine Menge los sein wird. Weil nämlich nebendran ein Dorf ist. Und in den Dörfern kommen auch gerne mal die Ureinwohner vorbei und schauen nach dem Rechten. Und den See meinte ich tatsächlich. Ja. Doch. Wäre eigentlich ein geiler Platz tatsächlich. Wir hätten ein Dorf. Da können wir immer Ressourcen rausholen. Wir haben eine Menge Höhlen hier drumherum. Und irgendwo da hinten ist auch eine Yacht, die wir besuchen können. Hansen, geil. Ich habe hier privat auch noch nie gebaut. Und ich würde es eigentlich ganz geil finden. Okay, ich würde sagen, wir machen das einfach, Leute. Gar nicht lange fackeln. Okay, wie war das jetzt wieder hier? Okay. Da kannst du dir eigentlich schon mal so eine Grundausrüstung machen. Geh mal auf den Rucksack. So, auf der 1 ist die. Dann mache ich mal auf die 1 den Speer. Die Axt mache ich auf die 4. Bogen würde ich mir schon mal bauen. Warte mal. Nee, nee, das war falsch. Stoff noch. Geil. So. Bogen auf die 2. Und dann sind wir ausgerüstet erstmal.
Nee, warte mal, den Scheiße. Hätte ich fast den Baum gefällt. Den wollte ich aber eigentlich benutzen. Denn ich hätte extrem Bock. Ich würde mir halt auch ganz viele Baumhäuser am liebsten bauen. Okay, hier geht es jetzt witzigerweise näher. Wie sieht's denn hier aus? Genau. Und dann aber vielleicht. Genau. Nicht geil. Und Seil hast du auch schon am Start? Wo hast denn das her jetzt? Gar nicht mitgekriegt. So, also man kann so ein bisschen ein paar Voreinstellungen machen für die, die das Spiel kennen. Würde ich sagen, ich habe wie gesagt nachwachsende Bäume angestellt. Und ich habe aber den Gebäudeschaden mal angemacht. Das ist etwas, was ich eigentlich selber immer ausgeschaltet habe. Aber ich würde gerne mal die Mechanik kennenlernen. Das kann natürlich richtig frustrierend sein. Denn das bedeutet nämlich bei Angriffen, dass die mir auch die Base zerstören. Und dementsprechend müsste ich mich tatsächlich ein bisschen anders verhalten. Und die Base halt sicher bauen. Aber das werden wir doch hinkriegen. So. Geil, die ersten Hölzer werden geschlagen, Leute. Okay, dann würde ich sagen, du mal weg. Ich bin natürlich gespannt, wann die ersten Gegner kommen. Und wie das abläuft. Denn ich glaube, viele Forest-Fans kennen ja dieses Mysterium. Es gab damals, ich glaube, jeder Forest-Spieler hat damals auch dieses eine Video gesehen von dieser Frau, die gezeigt hat, wie man die Ureinwohner so, naja, bearbeitet, in Anführungsstrichen, dass die ihn dann nicht mehr angreifen. Was wiederum bedeutet, dass man sich halt passiv verhält und die irgendwann genauso sind. Und aber nicht so einfach. Ich selber habe das schon ausprobiert und ich habe es auch einigermaßen hinbekommen. Aber nur mit den richtigen Ureinwohnern. Es gibt ja auch noch Kannibalen hier auf der Insel. Und bei denen hat es dann leider nie so gut funktioniert. Die waren da ein bisschen hartnäckiger. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie geduldig ist man natürlich? Denn wenn die dann irgendwann hier im 7er-Duo auftauchen, dann wird es natürlich kritisch, die immer passiv zu blocken. Da wird man dann irgendwann ungeduldig und will sich halt wehren, ne? Und jetzt, bis jetzt ist alles noch super ruhig. Es würde hier gar keine Gefahr lauern. So, gib mir das alles. Ja, geil. So. Okay, ich brauche natürlich noch mehr Holz. Dann würde ich sagen, du musst weichen, lieber Baum. Aber ich habe ja angestellt, dass du wieder nachwachsen kannst. Also bleib chillig, Baum.
Wenn wir das Baumhaus haben, haben wir eigentlich erstmal einen relativ sicheren Platz tatsächlich, wo wir nächtigen können. Aber das war es natürlich noch lange nicht, Leute. Denn wenn ich mir den See jetzt hier so angucke, wäre das eigentlich auch cool, wenn ich den See so ein bisschen mit dem Beesplatz verbinde. Ich könnte halt eine Plattform auch auf den See zimmern. Und dann könnte ich mir da auch mal ein paar Fische rausholen. Wo war's schon? Hab ich schon alle eingesammelt, Leute? Glaube. Okay, dann musst du weichen. Okay, wie viel fehlen noch? 8 Stück. Das heißt, noch 2 Bäume. Und dann hätten wir das schon. Ich weiß halt wirklich. Ach, ich habe das oben im Dorf, habe ich die Seile eingesammelt. Ne? Eigentlich kann man die nämlich auch bauen. Und ich habe mich gerade wirklich gewundert, wo ich das Seil her hatte. Genau. Machst du den auch klein auch? Geil, endlich wieder Holzhacken. Das ist doch das Richtige für mich. Schön stumpf reinkloppen. Wir nehmen ja viel, Leute. Geht doch relativ zügig. Wenn man weiß, was zu tun ist. Oh, einer fehlt noch. Da ist er doch. Jo, Leute. Richtig geil. Warte mal, du kommst mal her, Alter. Halt richtig geil. Und ich habe es auch in die richtige Richtung gebaut. Und dann können wir nämlich auch mal bei den Nachbarn rein rüberlunzen. Bei denen eigentlich so abgeht. Sieht jemand was? Ja, wirklich perfekt gebaut, muss ich sagen. So, Leute. Erstmal die Basics. Wir brauchen auf jeden Fall einen Wassersammler. Und wenn du richtig verrückt bist, vielleicht gleich mal einen zweiten noch hingezimmert. Sehr geil. Dann würde ich mir hier einen Trockenständer reinbauen. Genau. Und noch ein Feuer am besten. Für den Fall der Fälle. Naja, mach das doch. Ja, mach das dorthin. So, Trockengestell. Wir haben keine Sticks mehr. Wie ist denn das? Tue ich mir jetzt weh, wenn ich jetzt hier runter. Ich probiere das mal. Nö. Kann ich easy runtertroppen. Ja, geil. Okay, ich brauche natürlich Nahrung, Leute. Dahin sind ja auch Seile, geil. Stimmt. Kann ich mir auch geile Seilrutschen bauen und so, wenn ich die ganzen Ressourcen hier habe, Leute. Ist gut. So, guck mal, ob du hier vielleicht mal einen Fisch irgendwie rauskriegst. Wäre natürlich ein übelster Traum. Ja, gut, also. Ja. Ja. Und? Geil. Sehr schön. Es glitscht alles ziemlich durch.
Mindest die Baupläne. Ach so, Scheiß, reicht noch nicht mehr, Leute. Okay, ich muss noch mal runter. Und ich habe ja gelernt, ohne Probleme kann ich hier runterhüpfen. So, Axt hatte ich auf der 4. Okay, bisschen Tarnung. Den Pilz kannst du essen. Hast noch einen Stamm? Okay. Immer Leute, immer noch ein paar Steine mit. Weil, ach so, da unten wird es ja angezeigt, stimmt. Oh, dahin, da habe ich gerade ihn rennen sehen. Aber den werdet ihr bestimmt nie gesehen haben. Guck nochmal. War auf jeden Fall ein Kannibale. Erkennen die doch, die Banausen. So, Fisch ist reingehangen. Feuer ist gebaut. Und dafür brauche ich Schildkrötenpanzer. Würde sagen, wir machen mal einen Speicherino. Zack. Dann holen wir noch mal ein paar Steaks, weil ich kann eh noch nicht schlafen. Ich würde mir eigentlich gerne auch absolut Sinn machen würde, wäre, wenn ich mir hier gleich mal ein paar Vogelhäuser hinbaue. Beziehungsweise mach das mal anders. Ich habe ja nur auch mittlerweile so ein paar Tricks drauf. Und zwar würde ich sagen, baust du den mal hier hin. Genau. Kannst du den nehmen. Und dann kann ich nämlich hier auch die Vogelhäuser ranbasteln. Die nochmal wo sind? Hier? Genau. Denn ich brauche nämlich Federn, Leute, um mir Teile zu basteln. Okay. Irgendwie nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Du hier Nina irgendwo einen Stamm? Okay, es wird jetzt halt super dunkel hier, Leute, ne? Ich habe diesen M131-Filter drin, damit wir nachts überhaupt so ein bisschen was sehen. Ist noch nicht so richtig. Ich meine, gut, wir müssen natürlich auch mal ein bisschen warten, bis die Mondphase anfängt. Wenn ich den aber ausschalten würde, den Filter, würden wir eigentlich gar nichts sehen, ne? Tatsächlich. Und ich bin eigentlich auch ein Freund davon, das im Original alles zu spielen. Aber so als Let's Play ist es immer ein bisschen schwierig für YouTube, weil, wie gesagt, ihr halt einfach nichts seht. Wo kann ich euch schon essen? Nee, ihr seid noch nie ready. Na gut, dann mache ich mir halt ein Feuer an. Und dann wird der Fisch mal schön durchgezimmert. Was ist denn da noch? Ein kleines noch? Und du müsstest doch eigentlich auch. Genau. Trinken. Sehr geil. Erstmal schön eine Soda reingeballert. Wobei das eigentlich nicht nach Wasser aussieht, sondern nach einer Firma, die Orangenlimo anbietet. To-Do-Liste aktualisiert. Alles klar, Spiel. Ja, geil. Das ist eigentlich ein geiler Platz hier. Aber ich weiß, dass hier richtig viel Action sein wird irgendwann. Weil hier auch ganz viele Patrouillen rumlaufen. Und wenn dann irgendwann mal die Mutanten am Start sind. Dann geht's ja auf jeden Fall richtig ab, Leute.
Nur. Dann würde ich tatsächlich gerne erstmal die Vogelhäuser zu Ende bauen. Denn ich brauche auf jeden Fall Federn. Denn der Bogen ist hier so meine absolute Lieblingswaffe. Okay. Habe ich auch selten erlebt. Dass das funktioniert. So, ein paar Sticks braucht man noch. Und dann noch mal Holz gehackt, Leute. Nimm den doch mal. Bin so gespannt, wie Sand of the Forest wird, wirklich. Es ist so ganz viel Angst habe ich auch, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte das, glaube ich, in einem Podcast schon mal erzählt. Weil es da ja jetzt dann auch Schusswaffen geben soll und so, was ich irgendwie nie ganz so passend finde für das Spiel. Aber vielleicht ist die Story so angepasst, dass es Sinn macht. Ich weiß es nicht. Aber ja, dadurch, dass ich nur ungewollt noch länger warten muss auf dieses Spiel, habe ich natürlich auch noch mehr Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, wie es dann am Ende sein wird. Ist ja auch völlig klar eigentlich. So. Sticks haben wir, Leute. Geil. Unser halt heftige Vogelhäuser, muss ich sagen. Und das glitscht so ein bisschen rein. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber naja, gut. Kann ich mich mit abfinden. So, wie ist denn das? Willst du dir vielleicht mal zum Chillen so ein bisschen eine Bank hier hinsetzen? Vielleicht mal dahin? Genau. Naja, vielleicht in die andere Richtung eher. Okay. Ja. Ist doch gemütlich. Okay, Leute. Folgendes. Ich würde gerne mir ein paar Schildkrötenpanzer holen. Halt, da ist eine Feder. Gib mir die. Und wenn ich mich recht erinnere, müsste hier die Yacht sein. Okay, wo sind die Schildis? So ein bisschen brutal, aber ich brauche halt den ihren Panzer, um Wasser zu sammeln. Okay, neues Tier entdeckt. Du musst sterben. Du musst Fleisch für mein Feuer werden. Du musst sterben. Okay. Ich kann leider immer nur einen Panzer tragen. Aber ich nehme auf jeden Fall das Fleisch schon mal mit. Wie gibt es auch noch ein paar Koffer, die wir öffnen können? Ich lasse die aber erstmal. Okay. Irgendwo hier muss eine Yacht sein. Wo könnte die denn sein? Ach so.
Ja, das für ganz Blinde. War noch Alkohol, Leute. Den brauche ich, weil ich mir auch super gerne Brandpfeile baue. Okay, gibt es da oben? Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar Beeren und so. Guten alten Blaubeeren. Mir das. Wir haben ja auch so ein paar Energiemixe und so bauen. Und Gesundheitmischung. Wir können ja mal reingucken in die Stats. Ob alles in Ordnung ist eigentlich. Okay, wir haben hier die To-Do-Liste. Finde Timmy, baue dein Lager, finde und koche Essen, finde die vermissten Flugzeugpassagiere. Okay. Dann sollten wir auch immer ab und zu mal reingucken. Ich darf natürlich nicht vergessen, dass vielleicht auch Leute dabei sind, die das Spiel noch gar nicht gesehen haben. Ist für mich immer ein bisschen ungewohnt. Und hier haben wir jetzt auch die ganzen Pflanzen, würden uns hier auch angezeigt werden und die Tiere, die wir entdeckt haben. Und das sehen wir schon. Dass es auch größere Kaliber gibt. Es gibt auch einen Hai. Natürlich gibt es den. Und Krokodil habe ich da auch gesehen. Da, Krokodil. Auch mit den lateinischen Namen. Die sind auf jeden Fall gesund. Das ist doch schon mal was. Nabuliro. Da, Leute. Hilfe! Ich sehe sie, aber ich will hier nie weg. Lassen Sie mich. Tun Sie so, als hätten Sie mich nie gesehen. Nee, ich will ja wirklich nie weg. Aber wenn ich's wollte, wäre es schon unheimlich, wenn da so ein Flieger vorbeifliegt. So immer so ein Moment von, es ist alles normal. Bist ja voll in der Scheiße drin und um dich herum geht die Welt aber weiter. Und das ist, kann schon auch ziemlich gruselig sein. Hier sind Bären, geil. Die hole ich mir gerne. Ich kann ja auch später mir schön paar Beete bauen, Leute, und die Bären selber anpflanzen. So. Okay, dann bringe ich erstmal meinen Panzer zurück. Panzerino. Es ist ziemlich neblig. Kann mich nicht daran erinnern, dass es so war. Müssen wir natürlich mal beobachten, sonst muss ich da nochmal was umstellen. Eigentlich ist es auch realistisch, ne? Das Gruselige ist ja, dass diese Büsche, so gerade da, wo ich gerade so etwa mit meiner Pfeilspitze hinzeige, manchmal sieht es auch so aus, als steht da jemand. So ein bisschen Paranoia-Modus schon wieder. So, sind Federn da? Ja. Gib mir das. Hey, da kann ich mir schon ein paar Federn bauen. Ein paar Pfeile. Ist gut, ey. Ach, The Forest. Herrlich. So, hast mal du gebaut? Und dann gehen wir mal rein ins Baumenü. Nee, das war nie richtig. Warte mal. Oh, wat, das Fleisch würde ich auch noch mal aufhängen. Nee, das ist vergammelt. Schön zum Trocknen reinhängen. Ja, geil. So, jetzt können wir Pfeile bauen, Leute. Und wie viel habe ich denn? Okay, ich kann mir nur 5 Stück bauen. Ja, okay. Mods, ne? Aber ich hätte natürlich auch gerne mehr gehabt, ne? Muss ich auch zugeben.
Okay, hole ich mir jetzt noch den anderen Panzer. Am liebsten hätte ich noch ein Vogelhaus hier. Damit die ja richtig abgehen können, die Vögel. Dann wirklich wie in so einem Disney-Film. Bams. Genau, dreh das aber mal so, damit so ein bisschen. Nee, irgendwie. Ah, gut. Immer. Echt so. Übelste Geräte, ey, diese Vogelhäuser. Sehr geil. Ist das nämlich schon fertig? Okay, ich muss mich so langsam auch drum kümmern, ein bisschen meine Base dann zu schützen jetzt, ne? Die Frage ist nur, wie machen wir's? Grundsätzlich würde ich tatsächlich gerne zum Extraschutz. Wo ist es denn? Damit die mir den Baum hier nicht fällen, wo mein Baumhaus steht, würde ich mal schützen wollen. Und da die auch immer gerne so ein bisschen durch den Stein durchklitschen beim Schlagen, muss ich das nochmal so ein bisschen weiter weg machen. Ja, gut. Natürlich ein ziemliches Gerät jetzt, ne, die Mauer. Und vor allem muss ich die ja noch höher bauen. Aber gut, ich mach's einfach. Scheiß drauf. Und dann hätte ich gerne aber um die Base herum definitiv noch mehr Baumhäuser. Und wenn ich dann so ein bisschen einen groben Plan habe, wie es aussieht, genau. Und dann baust du das aber so rum oder lieber so rum? Warte mal. Okay, das klitscht jetzt hier natürlich rein. Okay, ja, und dann könnte ich halt. Das Gute ist an dem Baumhaus, dass ich auch auf der Rückseite ein Fenster habe. Das würde ich nämlich auch gerne nutzen. Okay, und dann baue ich aber hier auch noch ein Baumhaus hin. Es wird definitiv keine ressourcenarme Stapel, Leute. Sag ich euch jetzt schon. Ich würde schon mal richtig reinzimmern hier. So, da ist gleich komplett die Krone weg. Aber so habe ich mir das vorgestellt. Ey, Baumhäuser sind halt geil. Dann kann ich das ja am Ende vielleicht auch noch so Stück für Stück auch so ein bisschen miteinander verbinden dann. Aber erstmal die Baumhäuser bauen. Muss halt nur gucken, dass ich nie die Bäume erwische, wo die Baumhäuser dran sind. Wäre auch wieder so der absolute Klassiker. Ruhe. Schlauch immer ein bisschen, Leute. Womit die eigentlich hören müssten, wenn es losgeht. Aber wie lange habe ich es jetzt nie gespielt? Ein gutes Jahr ist es jetzt wieder her. Und gerade so die Anfänge sind immer wieder
Ja, mit ein bisschen Nervenkitzel verbunden, wenn es dann losgeht und die ersten Besucher vorbeikommen. Noch Steine gefunden? Nee. So, gemütlich. Habe ich gerade was gehört? Okay, also entweder bin ich jetzt wirklich im Paranoia-Modus. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Okay, die Person wird sich schon melden, wenn sie was will. Gott. Okay, Chill-Gedankenspiel. Muss ich mir immer jeden Morgen selber sagen. Einmal ein bisschen chilliger. Scheiße, ey. So, ich zimmer hier rein. Ich baue einfach und mache mein Ding. Und wer kommt, der kommt halt. Bin mir halt nur immer noch nicht sicher, ob ich die angreife. Oder ob ich das mit euch zusammen auch nochmal versuche. Nachteil ist natürlich, ich krieg halt keine Knochen. Und Knochen sind halt eigentlich cool zu haben für Knochenrüstung. Tatsächlich. Denn man kann nämlich die Ureinwohner auch weiterverarbeiten. Ja. Teilweise auch ein bisschen eklig. Aber was soll's, ne? Ich meine, die wollen mich ja auch fressen. Also nie unbedingt die Ureinwohner, aber die Kannibalen vor allen Dingen. Auf die bin ich ja weniger gut zu sprechen. Auf die Jungs. So, habt ihr Fe auch mindestens mal noch zwei Federnpögel? Ja, ich fange jetzt auch langsam an, mit denen zu reden. Nein, ich habe ja nur jetzt niemanden hier, dem ich irgendwie labern kann. Das sind die Tiere natürlich meine besten Freunde jetzt. Ich wünschte, ich könnte mir welche als Haustier. Also kann ich eigentlich schon. Ich kann mir einen Hasenkäfig bauen. Dann hätte ich auf jeden Fall ein paar Haustiere. Es wäre wirklich angebracht, auch um meine geistige Gesundheit auch ein bisschen am Laufen zu halten. So, was ist jetzt schon an Bäumen? Im Leben näher. Ging es nur, finde ich auch mal wieder die Bäume, die man hier so weghackt. Hey, wir müssen noch mal ran, Leute. Ich meine, ich bin ja jetzt geil getarnt auch. Darf ich ja auch nicht vergessen. Und solange es nie regnet, bleibt der Tarnmodus auch. Okay. Schon wieder im Flugzeug. Okay, wir sind ja anscheinend in der Schneise drin. Also, ich weiß nicht, ob es. Was ist ein beliebter Ort, wo die meisten Leute hinfliegen? Aus deutscher Sicht wahrscheinlich Mallorca, oder? Also, es muss die Richtung Mallorca sein, so viele Flugzeuge, wie hier vorbeikommen.
Hinten ist noch ein Stamm. Okay, ja. Brauchen wir natürlich noch ein bisschen. Wir können mal ein paar Steine sammeln. Da ist auch noch einer. Sind sogar noch zwei. Das mal an. Zack. Okay, ja. Die ganze Zeit, ob wir irgendjemanden schon sehen. Und es gibt ja hier auch so Häuptlinge, die so eine fette Stirnlampe auf dem Kopf haben. Und die sind auch gerne nachts unterwegs und leuchten sich heim. So. Ich würde sagen, wir schlafen, Leute. Und lasst mal einen neuen Tag beginnen. So, Fisch können wir jetzt bestimmt mittlerweile fräsen, oder? Genau, direkt vom Ständer. Ja, gut. Und das ist doch auch schon fertig hier. Oder? Nimm das doch schon mal. Da hast du nämlich gleich was im Inventar. Getrocknet. Ja, geil. Okay, geregnet hat es nicht. Dann müsste ich mal mir noch so eine Dose gönnen. Ja, geil. Okay, Leute. Neuer Tag. Und es ist noch friedlich hier auf der Insel. Ich würde sagen, wir gehen mal zu Nachbarn rüber. Denn ich würde mir gerne mal ein paar Seile rausholen. Und ich glaube, wenn wir Glück haben, gibt es da auch einen Topf noch für uns, um Wasser abzukochen. Wäre eigentlich auch ganz geil. Oh, jemand zu Hause hier? Ich frage einfach mal, ganz frech. Wenn nee, dann würde ich ihr Hab und Gut mal öffnen. Vielen Dank. Okay, reicht. Wir wollen nie gierig werden. Okay, hier ist eine Sprengstelle, Leute. Wir können auch die Dynamit finden. Und hier ist ein Topf. Ja, geil. Sehr schön. Okay, ja. Ich glaube, in denen, ja, genau, hier sind immer Klamotten drin. Ist im Singleplayer immer schwierig, wenn man sich leider selber nie angucken kann. Aber hier sind Seile. Und die wollte ich tatsächlich. Das Stoff kannst du auch noch holen. Und dann haben wir hier die wunderbaren, ich meine, die Ureinwohner und die Kannibalen, die sind halt auch sehr kreativ. Sieht man hier auch ganz toll. Da ist einfach ein abgehackter Kopf mit zwei Kugelschreibern und einen wunderbaren Lederschuh oben. Es ist wirklich hohe Kunst, muss man sagen. Und ich wertschätze das nie. Schrägstrich, ist es Kunst oder kann das weg? Ich brauche nämlich so einen Schädel. Macht die aber sauer, wenn ich den ihre Totems zerstöre. Aber da bin ich eigen. Denn die können ja froh sein, dass ich die nicht töte und die aufs Feuer lege, damit ich Totenköpfe bekomme. Ich meine, das kann man ja auch mal aus der Sicht betrachten. Okay, sie waren auf jeden Fall nicht zu Hause. Hier
Geil, Brombeeren, Leute. Können wir uns natürlich auch einen Bärenbeutel bauen. Da können wir auch ein paar Bären einsammeln und die auf Reise immer mitnehmen. Auch eine schöne Sache. Dazu müsste ich aber Hasen töten, was ich auch machen werde. Aber eins nach dem anderen. Am liebsten hätte ich halt mehr Pfeile jetzt mal. Das wäre auch so absolut meins. Weil die, nee, die ich muss, glaube ich, auch immer mal den Baseplatz ein bisschen länger verlassen, damit die abzischen. Und ich wollte was bauen, genau. Deswegen bin ich nämlich eigentlich rüber. Ich wollte mir mal hier so einen Knüppel bauen. Oder so eine Keule. Und die haue ich mir auf die 3. Aber die ist eigentlich geil. Sieht halt wirklich aus, als wären wir schon angekommen. Beziehungsweise, als wären wir schon den 300. Tag hier. Und so oft, wie ich das Spiel gespielt habe, kommt das wahrscheinlich auch hin. Geile Keule. Sehr schön. Ja. Und dann kann ich ja immer wechseln auf dem Bogen. Perfekt. So machen wir es, Leute. Okay, ja. Ich lohne es halt immer noch so ein bisschen. Kann ich rüber, Leute, auf die Aufnahme. Bisher habt ihr euch noch nie beschwert, dass irgendwas nie passt. Aber am Mittwoch hatte ich ja wieder so ein Problem bei Dark Souls, weil ich da den falschen Encoder eingestellt habe. Und da war das alles wieder ziemlich schwammig, wie ich immer so schön sage. Naja, und deswegen immer so ein bisschen panisch irgendwie. Gucke ich immer gerne mal ein bisschen rüber. Und außerdem bin ich ja nur auch eine von den Personen, die sich kein Wecker stellt oder so für die Aufnahme, sondern ich nutze natürlich OBS auch diesbezüglich, dass mir genau die Aufnahmezeit unten angezeigt wird und ich weiß, wann ich die Folge beende. Und deswegen der Lunser. Nur mal nach drüben. Ganz entspannt. Oh. Danke dir, lieber Baum. Hinten ist auch noch ein Stamm. Ich habe den schon gesehen. Nur jetzt habe ich den wieder aus den Augen verloren. Wartet mal. Wo ist denn der? Ich hab ihn doch gerade gesehen, Leute. Ist noch eine Aloe Vera. Geil. Wer kann sich ein Mensch über Aloe Vera freuen? Herzlich willkommen bei diesem Let's Play. Ich weiß nicht, ich hab den irgendwie aus den Augen verloren. Hab doch hier so hingeguckt und dann dachte ich mir so, ja. Da ist doch ein Bäumchen noch gewesen. Wird natürlich auch gerne alles verwursten, was ich hier abholze. Da ist er, Leute. Geil. Muss auch mal dranbleiben. So. Welchen von euch würde ich denn in der Folge noch fertig kriegen? Na, dich auf jeden Fall nie. Ja. Machen wir den noch? Und den nebendran noch? Dann kommen wir so langsam tatsächlich schon zum Ende.
aber gar nicht schlimm ist. Denn nächste Woche geht es ja, wie gesagt, offiziell weiter mit The Forest. Und The Forest wird sich dann immer abwechseln mit Dark Souls. Wie das genau stattfindet, würde ich euch bitten, wie gesagt, immer mal in die Kanalinfo zu gucken. Oder ich werde es wahrscheinlich auch unter das Video genau hinschreiben. Aber bei der Kanalinfo könnt ihr euch definitiv am sichersten sein, wenn man aktuell ist. Wie gesagt, ich nutze ja halt kein Social Media, weil ich da einfach so von meiner mentalen Person überhaupt kein Typ dafür bin. Tatsächlich. Manchmal denke ich mir so, ist es wahrscheinlich dumm. Ja, weil die Plattform YouTube dich als kleiner YouTuber schon ziemlich drosselt und du viele Features nie nutzen kannst und der ganze Weg von vornherein dir schon so erschwert wird, vielleicht auch mal einen oder einen anderen Zuschauer zu gewinnen, finde ich, ist meine Meinung. Und dann denke ich mir manchmal so, ist wahrscheinlich Social Media natürlich auch eine coole Variante, um, naja, auch, wie gesagt, auch mal den einen oder anderen Zuschauer dazu zu bekommen. Was mich natürlich immer freut, ne? Das ist ja klar, das wäre ja auch eine Lüge, wenn ich sagen würde, interessiert mich näher. Das ist ja Quatsch. Und so eine Community, ja, hilft halt auch einfach so in vielen Situationen, sich auch zu verbessern und so. Es ist ja für mich halt ein großes Projekt, um mit mir auch als Person so ein bisschen klarzukommen. Will da jetzt auch gar nicht so einen riesen Fass aufmachen, tatsächlich. Ist auch gar nicht, wie ich darauf jetzt schon wieder gekommen bin. Ach so, genau, wegen der Kanalinfo und dass ich kein Social Media nutze. Ist das halt viele Leute Social Media affin sind und man da natürlich auch eine Menge Infos immer reinposten kann, damit die Leute auf dem Laufenden bleiben. Und eigentlich gibt es bei YouTube eben also eine Kanalbox oder eine Infobox, die man immer aktualisieren kann, die so gesagt auch angezeigt wird, wenn du jetzt zum Beispiel bei mir die Glocke aktivieren würdest. Aber dieses Feature kriege ich halt erst, wenn ich 1000 Abonnenten habe. Und das ist halt, sind genauso diese Drosselsachen, von denen ich gesprochen habe, die immer so ein bisschen nervig sind, weil du musst dich ja eh schon beweisen als kleiner YouTuber und kriegst halt viele Features, die vielleicht am Anfang auch helfen, um ein bisschen auf dich aufmerksam zu machen, um ein paar Zuschauer zu gewinnen und für, also, ne? Das, und du kannst sie halt einfach nie nutzen. So. Das ist so, das prangere ich an. Tatsächlich. Naja, und deswegen habe ich mich, weil ich nur eben kein Social Media nutze, dann dazu entschlossen, das halt immer in der Kanalinfo zu aktualisieren, was natürlich auch eine coole Sache ist. Aber es ist nicht, wäre halt auch noch besser, wenn sich halt bei deinen Abonnenten oder bei meinen Abonnenten auch immer so eine Infobox zeigen würde, die ich also aktualisieren kann, sobald man auf mein Profil geht. Das würde halt einiges vereinfachen. Ne, wenn mal eine Folge ausfällt oder so. Ich meine, die meisten Leute gucken dann vielleicht auch nie in die Kanalinfo, deswegen sage ich es halt auch immer so häufig. Weil es jetzt vielleicht auch eher untypisch ist, ne? Naja, Leute. Da bin ich natürlich jetzt wieder ziemlich abgedriftet. Leute, Leute. Aber wie gesagt, Kanalinfo ist wichtig, damit ihr auch wisst, wie es mit The Forest weitergeht, denn
Wir sind für heute tatsächlich erstmal am Ende, Leute. Es ist sehr ruhig geblieben. Wir gucken noch mal ganz kurz ins Buch rein, welchen Tag wir überhaupt haben. Tag 2. Ja klar, da ist natürlich noch nie viel los hier, ne? Und dadurch, dass wir jetzt auch die Tarnung haben, weiß jetzt hier irgendeiner vorbeigehüpft ist, der hat uns natürlich vielleicht auch gar nicht gesehen, ne? Wo wir relativ lautstark auch die Bäume gefällt haben und die das eigentlich auch aggro macht, wenn wir hier ihre Natur anfassen. Aber wir haben Glück gehabt, Leute. Ich würde sagen, es ist ein wunderbarer Beesplatz, den wir auch definitiv noch ausbauen werden. Und ich finde es wunderbar, immer bei den Nachbarn rüber zu lunzen. Das finde ich eigentlich richtig nice. Und wir haben eine kleine Wasserquelle hier mit Fischen. Riecht gut. Und können dann die Bees auch so ein bisschen verbinden mit Festland und See. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Naja, und dann vielleicht in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir vielleicht schon mal in eine Höhle reingehen. Hier ist nämlich auch in der Nähe. Da könnten wir uns mal die moderne Axt holen. Eigentlich auch eine geile Idee. Aber ich würde sagen, das schauen wir in der nächsten Folge nochmal. Ich sage vielen lieben Dank fürs Reinlunzen, Leute. Und bis morgen, wenn ihr denn mögt, bei Dark Souls 17 Uhr. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.